Sie kennen mich, ich bin ja kein Freund von öffentlichen Bilanzen und egal, ob sie positiv oder negativ sind, ist einfach viel zu komplex, auch das in eine Antwort unterzubringen. So viele Faktoren spielen eine Rolle, um nach einer Saison zu bewerten und im Detail zu bewerten. Sie können sich natürlich sicher sein, und dass ich persönlich nicht zufrieden bin mit der Bilanz. Wir haben bei Bayern München unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Das haben wir diese Saison nicht geschafft. Und daran wirst du gemessen. Trotzdem gibt es natürlich in der Aufarbeitung viele, viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Am Ende haben wir alles gegeben, haben unser Bestes gegeben. Ich glaube, dass die Fans jetzt zum Beispiel, die auch in Madrid waren, das auch gespürt haben. Darum geht es eigentlich, glaube ich, dass du das Gefühl vermittelst als Mannschaft, als Trainerteam und Mannschaft in der Gemeinschaft, dass jeder einzelne Zuschauer im Stadion merkt, ja, die sind am Limit, und dann vergeben sie dir auch eine Niederlage. Das haben wir in der Champions League geschafft, bis zur letzten Spielminute haben wir das geschafft. Das haben wir in der Bundesliga nicht immer geschafft. Das ist dann am Ende auch meine Verantwortung, und dessen stellen wir uns auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ganz viele Grautöne dazwischen, aber die sind nicht für die Öffentlichkeit. Erwarten Sie denn jetzt von Vereinsseite da irgendwie einen Blumenstrauß, ein Geschenk oder warme Worte? Nee. Oder nee. Wie war das sonst? Nee, so absolut nicht, weil, keine Ahnung, für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel brauchen wir keine Blumen übergeben.